Stimme, warte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht in dem Zusammenhang noch mal eine Klarstellung. Der Antrag bezieht sich auf einen Prüfauftrag, zu prüfen, inwieweit das auf der kommunalen Ebene unterstützt werden kann. Es ist aber ein außerordentlich wichtiges Thema, und das macht das ja auch, die Aufmerksamkeit bringt das ja noch mal mit zum Vorschein. Wir reden heute hier über das Kulturgut, die niederdeutsche, die plattdeutsche Sprache. Wer jetzt erwartet, dass ich meine Rede auch in Plattdeutsch halte, das wird nicht sein, weil meine Muttersprache ist woanders angesiedelt. Aber unabhängig davon, ich will es nochmal deutlich machen, in der, richtig Eckbert, in der Oberlausitz, das wäre aber hier vollkommen klar unpassend. Vielleicht auch nochmal auf diesen Aspekt, dass sich der Antrag nicht nur darauf bezieht, die niederdeutsche Sprache, die plattdeutsche Sprache auf den Ortstafeln zu vermerken. Ich glaube, das würde also das Kulturgut viel zu wenig berücksichtigen. Es geht im Grunde darum zu prüfen, inwieweit Gemeinden unterstützt werden können, indem sie darauf hinweisen, in Empfangsgruß auf eine Tafel bringen, wo sie Menschen, die zu Besuch kommen, sei es Touristen, sei es andere Besucher, die darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo die plattdeutsche, wo die niederdeutsche Sprache beheimatet ist. Und die hat einen besonderen Stellenwert, da will ich auch nochmal darauf eingehen. Diese Sprache ist in der Verfassung, der Landesverfassung auch geschützt. Übrigens, die Landesverfassung liegt auch in der niederdeutschen Sprache komplett vor. Und damit verbunden, nicht damit verbunden, aber insgesamt in der, in dem Gebrauch und in der Anwendung dieses Kulturgutes, da ist, sind sehr viele Defizite da. Natürlich wird im Bereich der Bildung an Schulen das Wahlpflichtfach oder Wahlfach angeboten, Niederdeutsch. Aber der tatsächliche Gebrauch dieser Sprache ist eben in den zurückliegenden Jahren, das wissen wir alle, deutlich zurückgegangen. Und insofern ist mit diesem Antrag nochmal ein deutliches Achtungszeichen gesetzt, den Gemeinden auch den Hinweis zu geben, schaut doch mal ein Stück weit in die Historie. Ganz besonders auch die älteren Menschen, die in unseren Gemeinden leben. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich jahrelang Bürgermeister war. Und das ist also immer angenehm gewesen, wenn man die alten Platznacken hört. Die pflegen diese Sprache, aber die jüngeren Generationen tun sich da eben etwas schwieriger damit. Und das, glaube ich, ist der Hinweis auf die Pflege des Kulturgutes mit diesem Antrag verbunden. Und ich glaube auch, dass man hier in der, es ist auch angesprochen worden von Herrn Ritter, Kultusminister, die Bildung, dass das auch ein Stück weit vielleicht nochmal anregt, im Bildungsministerium darüber nachzudenken, wie man das Vereine und Institutionen auch noch weiter das mit begleiten können. Bei der Aufstellung eines Begrüßungsschildes in Niederdeutsch oder mit dem Hinweis auf die niederdeutsche Sprache, glaube ich, werden sich die Gemeinden gar nicht so schwer tun. Vielleicht ist also nur die Anregung erforderlich, denn wenn wir durch das Land auf- und abfahren, sehen wir ja bei vielen Gemeinden am Ortseingang Hinweisschilder auf Partnerschaften, die die Gemeinden pflegen. Also sehe ich da im Grunde gar kein großes Problem, dann auch da entsprechende Hinweise auf die niederdeutsche Sprache zu geben. Es wird dann aus der momentanen rechtlichen, verkehrsrechtlichen Position natürlich so sein, dass im Rahmen der Selbstverwaltung die Gemeinden entscheiden müssen und sollten. Aber da ist vielleicht auch wichtig hinzuweisen, wenn sich Gemeinden dann auf diesen Weg machen und sich dafür entscheiden, auch diese entsprechenden Hinweisschilder aufzustellen, dass vielleicht auch durch das Landesmarketing das begleitet werden kann, um eine Einheitlichkeit zu erzielen bei der Aufstellung der Schilder, dass es einen Wiedererkennungswert gibt, dass nicht jede Gemeinde ein Exemplar erfindet und für sich dann herausfindet, das ist für uns dieser große Hinweis. Also es sind viele, viele Bereiche nochmal insofern angesprochen, und bei all dem, was ich dazu hier für meine Fraktion auch gesagt habe, bitte ich einfach darum, dem Antrag, dem Prüfauftrag zuzustimmen, um dann zur gegebenen Zeit ein Ergebnis zu haben, um dann eben den Gebietskörperschaften, den Gemeinden auch den entsprechenden Hinweis mit auf den Weg zu geben. Von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich bitte um die Zustimmung zu unserem Antrag. Danke.
Vielen Dank, Herr Eif.